Jerome Powell hat der Wall Street heute einen Handelskrieg-Put versprochen und die Euphorie ist groß. Aber die Frage ist, wie lange wird die Euphorie anhalten? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Denn eigentlich ist das ja nicht besonders ungewöhnlich oder unlogisch, das, was Trump, nicht was Trump, sondern was Jerome Powell heute gesagt hat. Faktisch hat er nämlich gesagt, wenn der Handelskrieg weiter eskaliert und dann die US-Wirtschaft maßgeblich abbremst, dann, so indirekt formuliert, werden wir die Zinsen senken können. Das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wenn die Wirtschaft nach unten geht, dann die Fed nicht gerade die Zinsen anhebt, sondern eher senkt. Insofern war das zwar eine Botschaft, dass jetzt die Tür zu den Zinssenkungen schon geöffnet ist, aber das ist eben an Bedingungen geknüpft und diese Bedingungen heißen Handelskrieg-Eskalation. Und wenn es keine Handelskrieg-Eskalation gibt, dann gibt es eben auch keine Zinsanhebungen und die Märkte sind schon sehr weit gelaufen, was ihre Zinssenkungsfantasien betrifft. Dazu gleich mal mehr. Jetzt ist man also euphorisch. Wir haben es in erster Linie mit einem Short Squeeze zu tun, das muss man klar sagen. Wir sehen hier zum Beispiel die Most Shorted Stocks, die heute so stark gestiegen sind wie seit Jahresbeginn nicht mehr. Also da haben einige Shorties jetzt bluten müssen. Es hatte sich so ein bisschen abgezeichnet. Ich hatte heute Morgen im Videoausblick hier folgende Grafik von Liz and Saunders gezeigt, dass eben das Sentiment doch relativ bärisch geworden ist inzwischen. Und dementsprechend kommt eben eine solche Botschaft erstmal gut an und zwingt eben ein bisschen zum Umdenken, kurzfristig zumindest. Wie langfristig das ist, das muss sich noch zeigen. Normalerweise ist es so, dass Märkte besser laufen, wenn sie in einem Zinsanhebungszyklus sind. Warum? Weil eben dann die Wirtschaft gut läuft, weil die Unternehmen mehr Gewinne schreiben. Da kann man dann eben auch einen steigenden Zins eher verkraften. Wenn aber die Dinge schlechter werden, wenn die Wirtschaft nach unten geht, werden die Unternehmen weniger Geld verdienen. Da hilft dann auch nur sehr begrenzt eben eine Zinssenkung oder mehrere Zinssenkungen. Insofern, das sollte man im Hinterkopf behalten, ist die Aussicht auf Zinssenkungen zwar in erster oder auf den ersten Blick eine wunderbare Botschaft, auf den zweiten und dritten Blick jedoch ein Warnsignal. Und wir sehen also hier diesen Short Squeeze, den ich Ihnen vorhin gezeigt hatte, hier bei den Märkten. Wir sehen aber auf der anderen Seite, dass wir jetzt schon 3,6 Zinssenkungen in den nächsten 12 Monaten bei den Fed Fund Futures eingepreist haben. Wir hatten den Hochpunkt, als man 3,6 Zinsanhebungen erwartete. Das war am 19. September 2018 und dann ging es scharf bergab. Jetzt sind wir ziemlich genau bei diesen 3,6 Zinssenkungen statt 3,6 Zinsanhebungen. Die Zahl ist immer unrund, weil das eben laufende Märkte sind, die faktisch Mittelwerte hier eruieren. Dementsprechend könnten wir da jetzt auch schon so ein bisschen an der Kante angekommen sein. Die Märkte sind sehr, sehr weit gelaufen mit ihrer Zinssenkungsfantasie, die Anleihenmärkte im Mindesten. Dementsprechend sollte man eben auch Aussagen heute von Charles Evans berücksichtigen, der sagt ja, die Märkte sehen etwas, was wir nicht sehen, wir von der Fed nämlich. Normalerweise haben die Märkte schon tendenziell eher recht als die Fed, aber es ist eben schon sehr extrem bepreist, möchte ich sagen. Dementsprechend ist hier der Schluck aus der Pulle schon sehr, sehr groß und jetzt hat die Fed eben mit Jerome Powell heute das erste Mal das auch so ein bisschen offiziell im Mindesten in Aussicht gestellt, wenn die Dinge eskalieren. Und die Dinge eskalieren weiter in Sachen Handelskrieg. Wir haben heute eine Reisewarnung an Chinesen, die gilt bis Ende 2019 durch die chinesische Regierung. Wir haben eine Warnung an chinesische Unternehmen durch Peking. Da wird gesagt, passt auf, ihr könntet wie chinesische Bürger in den USA Schikanen ausgesetzt sein. Auch das ist ein weiterer Schritt hin zur Eskalation. Wir haben Aussagen von Insidern, die sagen, wir, nämlich jetzt amerikanischerseits, bei dem G20-Treffen werden sich die Delegationen Chinas und Amerikas sehen, aber es ist kein Treffen bisher geplant, geschweige denn ein Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping. Ich fürchte, dass die Märkte sich ja an diesen Gedanken gewöhnen müssen, dass es da nicht zu einem Vier-Augen-Gespräch kommen wird zwischen Trump und Xi Jinping. Vielmehr sind die Dinge nach wie vor sehr, sehr festgefahren. China hat zwar heute gesagt, ja, die USA müssen ihr Wrongdoing, also praktisch ihre verkehrte Haltung ablegen, dann können wir widersprechen. Aber das heißt eben auch, Huawei-Bann aufheben, heißt eben auch Zölle
zurücknehmen. Und das ist derzeit nicht eine wirklich realistische Perspektive. Insofern dürfte der Handelskrieg weitergehen und dürfte dann weiter eben auf die Unternehmen drücken, auf die Konjunktur drücken. Und das drückt schon ganz gewaltig. Das sehen wir hier etwa bei den Lagerbeständen, bei den Inventories von Semiconductors, also von Halbleitern, von Chips, wenn man so will. Die sind jetzt auf einem Stand, der deutlich höher ist als auf dem Hochpunkt der Finanzkrise. Das zeigt die Nachfrageschwäche. Wir haben heute wieder schwache Daten der US-Industrieproduktion gesehen. Wir sehen grundsätzlich schwache Daten. Wir haben heute die Senkung des Leitzinses durch die australische Notenbank. Das hat so ein bisschen diesen dovischen Ton schon vorgegeben für den heutigen Handelstag, aber es ist eben jetzt erstmal eine kurzfristige Freude, die kann noch ein bisschen weitertragen, gar keine Frage. Aber werden wir neue Allzeithochs sehen, ist das sozusagen der Startschuss für eine massive neue Rallye auf Allzeithochs? Da wäre meine klare Vermutung, wäre ein klares Nein. Dementsprechend sehen wir eben eine technische Erholung, die jetzt aufgrund der Short-Positionierung, der bärischen Grundstimmung für Aktien ausgelöst ist, die aber das Grundproblem nicht ändert. Die Zahlen der Unternehmen werden schlechter. Wir haben nach wie vor auch das Grundproblem, dass offenkundig der US-Kongress die großen US-Tech-Werte sich genauer anschauen wird, was dabei auch immer rauskommt. Jedenfalls ist das erstmal ein Bremsklotz und es ist ja auch richtig, dass man sich diese Unternehmen anschaut, denn die Dominanz, die Monopolstellung in einzelnen Sektoren, etwa bei Google, bei Amazon, die ist ja schon so gewaltig, dass man da wohl eben auch etwas tun muss. Schauen wir uns die Dinge mal an, wie sie vielleicht an den Anleihemärkten gespielt werden. Und hier sehen wir, dass die Volatilität so hoch ist wie schon seit Jahren nicht mehr. Wir haben also einer der höchsten Schwankungsbreiten an den Anleihemärkten. Bei den Aktienmärkten hält sich das noch in Grenzen und das wird wieder kommen. Wir werden wieder stärkere Volatilität sehen. Es gibt positive Signale für die Aktienmärkte durch Aussagen des mexikanischen Regierungschefs, der gesagt hat, ja, bestimmt werden wir bis zum 10. Juni mit den Amerikanern einen Deal haben, aber das ist nach meiner Auffassung Rhetorik. Trump ist in Großbritannien, wenn der zurückkommt, dann will der bestimmt sehr vieles sehen, dann müssten die Mexikaner schon über ihren eigenen Schatten springen und das wird in der Realität schwieriger, als es sich eben jetzt ausdrücken lässt. Auch das war heute ein Grund für diese Rallye. Und die Rallye wollen wir uns jetzt mal anschauen und gucken auf das, was sich hier tut. Wir starten vielleicht einfach mal mit dem Dow Jones und wir sehen, da gab es diese massive Rallye, die jetzt ein bisschen ausfädelt. Möglicherweise beginnt jetzt schon der zweite Blick. Der erste Blick war Euphorie, hurra! Wir haben die Tür aufgestoßen zu den Zinssenkungen, aber das war ja eigentlich klar, das hatte der Markt auch erwartet, eingepreist im Mindesten die Anleihemärkte, sonst wären die Renditen eben nicht so tief gefallen. Und wir sehen eben auch beim Blick auf andere Märkte, der gleich kommen wird, dass da die Dinge doch sich schon wieder stark relativieren. Das ist der Nasdaq, der heute stark zulegen konnte, nachdem es gestern ja so massiv für den amerikanischen Tech-Index nach unten gegangen war. Schauen wir uns den S&P 500 an, 2700 knapp 85. Diese dicke rote Kerze, grüne Kerze, im Gefolge der Powell-Rede, es hat erst so ein bisschen gedauert, bis die Märkte hier reagiert haben. Und dann kamen die Aussagen des mexikanischen Regierungschefs und es ging nach oben. Schauen wir uns jetzt eben diese anderen Märkte an. Da sehen wir hier den Euro-Dollar. Der ist kurzfristig mal über die 1,1275 gelaufen, dann aber doch wieder runtergekommen. Eigentlich ist die Auffassung der Aktienmärkte, ja, das war ungemein dovisch, was Jerome Powell gesagt hat, aber dann müsste der Dollar eigentlich schwächer werden. Das tut er nicht nachhaltig. Das tut er auch nicht gegenüber dem Goldpreis in etwa. Da sehen wir, dass sich da nicht so wahnsinnig viel getan hat. Gold bewegt sich nicht so fürchterlich viel. Und wir sehen, dass der Ölpreis aktuell auch jetzt nicht wirklich Freudensprünge macht, sich auf diesem niedrigeren Niveau derzeit hält bei 53,45 $. Also, die Euphorie ist da. Die Märkte haben das bekommen, wonach sie ein bisschen gequengelt haben. Sie haben den Powell-Put, den Handelskrieg-Put bekommen, aber der Handelskrieg selbst ist eben im Prinzip in einer Situation, die schlechter gar nicht sein kann. Das Treffen zwischen Trump und Xi Jinping wird immer unwahrscheinlicher. Nicht mal die Delegationen haben bisher ein Gespräch vereinbart. Es wäre aber wohl eine Voraussetzung, dass die Delegationen immerhin schon Gespräche führen, damit ein Treffen zwischen Trump und Xi Jinping wirklich Sinn macht. Und warten wir mal ab, bis Trump aus Großbritannien wieder da ist, was er dann zu Mexiko sagt, was er zum Handelskrieg sagt. Und dann sieht die Welt möglicherweise wieder anders aus. Wie gesagt, das ist erstmal eine erleichternde Botschaft für die Märkte heute, aber mittelfristig ist das eher
eben eine negative Botschaft, wenn die Fed sich gezwungen sieht, möglicherweise die Zinsen zu senken, weil eben der Abschwung der Wirtschaft die schlechter werdenden Zahlen der Unternehmen gar keine andere Wahl mehr lassen. Das ist derzeit der Stand der Dinge. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Feierabend und sage Ciao.